18 ist der Gerd Arnold zu mir gekommen und hat gesagt, ich hätte ein Grundstück. Ich würde es gerne nutzen, temporär nutzen, auf 25 Jahre und dann wieder, so wie es jetzt ist, weitergehen in die nächste Generation. Wir haben ein Projekt gemacht, wir haben es uns angeschaut, wir haben es analysiert, haben temporäres Wohnen definiert in Größen, sind dann auf diese Q4 gekommen, also sprich diese 20 Einheiten auf 5 Häuser verteilt und haben für uns auch das Thema bezüglich temporär, ökologisch und recycelbar aufgegriffen, festgesetzt und dazu auch den wirtschaftlichen Part angeschaut. Wir wollten das elterliche Grundstück nicht verkaufen und auch nicht versiegeln, aber trotzdem wirtschaftlich nutzen, Wohnen bereitstellen und der nächsten Generation wieder als grüne Streuobstwiese zurückgehen. Eine sanfte Bauweise war uns auch ganz wichtig. Wohnen im Grünen, mitten in den hohen Gräsern und den bestehenden Obstbäumen. Für unsere Bauweise haben wir viele Optionen angeschaut, haben uns dann aber doch bewusst für regionale Partner und einen nachhaltigen und ökologischen Holzbau entschieden. Ja, wir stehen da zu Wohlfahrt vom Projekt Wohnmodule Q4. Für uns auch eine besondere Herausforderung. In erster Linie, weil da eine scharfe Preisvorgabe gesehen ist. Und wir haben eigentlich darum gekämpft, dass die Arbeit im Land bleibt. Und Holz ist für das Projekt ideal, weil man redet da von einer Zeit von 20 bis 25 Jahren. Obwohl ich gehe davon aus, es steht länger, weil wir haben das Gehör gebaut und vom Konzept her fände ich das echt ein gutes Modell. Darum haben wir so bemüht, dass wir das Projekt umsetzen können.